voll meins. Mein Gott, bin ich heute ein Jammerlappen. Hallöchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute nehme ich euch mit zum Still-Ab-Stausee. Wenn ihr den nicht kennt, macht euch nichts draus. Der ist ziemlich unbekannt und befindet sich in Meierhofen im Zillertal. Soll wunderschön sein. Ich kenne den auch bloß von Fotos, habe den persönlich nie gesehen und deswegen fahre ich dahin. Sind ungefähr 150, 160 Kilometer, etwas über 2000, 2500 Höhenmeter. Ich weiß es noch nicht. Ich habe die Route jetzt mehrfach schon umplanen müssen. Bei 14 Stunden radeln und bis spätestens 20 Uhr in der Pension einchecken, das geht sich nicht aus. Deswegen tingle ich ein bisschen durch die Berge und ein bisschen mehr durch die Dörfer, voll meins. Egal, wenn ihr wissen wollt, ob ich überhaupt ankomme und ob ich überhaupt den See finde, bleibt der Fall, ich nehme euch mit. Also, hier geht die Straße schön breit, kann man fahren. Und Komoot sagt, ich soll da lang fahren. Weil es cooler ist und ein Single Trail ist und ich doch die Route mit einem Mountainbike geplant habe. Ich kotze gleich. Natürlich gibt es immer eine geplante Route. Und ich finde immer irgendwelche anderen Wege. Habe mir hier ein bisschen mehr Aussicht vorgestellt. Schaut doch gut aus. Zeit. Kann ich nicht nochmal Rückenwind haben? Noch mehr Maiskolben. Yay! Darf ich was anmerken? Ich mag nicht mehr. Habe jetzt 133 Kilometer auf dem Tacho, bin 9,5 Stunden unterwegs und noch ungefähr 21 Kilometer bis Meierhofen und dann nochmal, ich weiß gar nicht wie viel Kilometer, aber 750 Höhenmeter bis zum See. Zuerst muss ich aber erstmal einchecken. Und dann muss ich Motivation suchen. Bin ganz ehrlich, die Asphaltautobahn macht mich fertig. Es ist nur ein stumpfes Kurbeln, 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 Kurbeln. Ich meine, hier und da gibt es schon ein bisschen Aussicht, aber überhaupt nicht meins. Ich meine, es ist gut bewusst gewählt, dass ich dann auch zeitig da bin.
Mir tut dermaßen der Arsch weh. Das reicht. Immer, immer. Wenn's Arsch brennt, ist das Herz gesund. Herz gesund. Boah, tut mir der Arsch weh. Habe ich ja schon mal erwähnt? 100 Mal, glaube ich, oder? Boah. Als wäre ich noch nie Rad gefahren. Kurz Füße lang machen. Ist jetzt nicht groß, aber für eine Person langt. Hallo. Eingecheckt haben wir zwar. Arschbier haben wir auch. Aber wir haben das Ziel noch gar nicht erreicht. Also, auf den Sattel, fertig, los. Weitere 10 Kilometer und 600 Höhenmeter schrubben. Nützt dir nichts. Na, das ist doch meine Aussicht. Das ist mehr mein Geschmack. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. Der Weg ist zwar super scheiße, aber er schaut richtig cool aus. Total mystisch. Das ist übrigens Komoot, gell? Wenn es einen guten Fahrweg gibt und einen beschissenen Steig zum Rauffahren, ich rede nicht von runter, rauf, dann wird nicht die gute Straße genommen, nein, nein. Wir fahren über Huckel und Steine und Wurzeln bergauf auf einem schlechteren Weg. Danke, Komoot. Wow. Also der Trip hat sich schon deswegen gelohnt, weil es hier echt spektakuläre Wasserfälle gibt. Gut, auf der Kamera sehen sie putzli-putzli klein aus, aber die sind echt gigantisch. Noch ganze 3 Kilometer und 100 Höhenmeter. Hört sich nicht viel an, gell? Nach 158 Kilometern und 1600 Höhenmeter, 800. Ist das schon genug? Mein Gott, bin ich heute ein Jammerlappen. Wahnsinn. Zumindest ist es sehr abwechslungsreich. Ein bisschen gerade, ein bisschen viel zu steil und dann wieder ein bisschen gerade. Da oben die weißen Fleckchen, das sind die Schneereste. Hat ja doch ein bisschen mehr geschneit, als gewollt war. Genau für den habe ich mich jetzt 161 Kilometer bis hierher abgestrampelt. Jetzt darf ich nochmal retour radeln und sagen, dass ich noch irgendwo was zu essen da jag, um wenn ich unten bin, 19, 19.30. Schauen wir mal, wie gut Meierhofen auf Touristen eingestellt ist und wie früh die Leute essen gehen. Yummy, yummy, yummy. Guten Morgen aus dem wunderschönen Meierhofen. Für mich geht es jetzt wieder zurück heim. Ich weiß noch nicht wie. Jetzt wäre der Plan, erstmal bis zum Aachensee durchzuradeln. Und am Aachensee entscheide ich dann, ob ich ins Karwendelgebirge rauffahre oder doch wieder die Gravelroute nehme, weil an dieser Stelle danke nochmal an meinen Göttergatten für die Bärenparanoia. Im Dunkeln mag ich jetzt doch nicht so gerne radeln. Hab zwar meine Lichter aufgetankt, also aufgeladen, aber ich weiß es noch nicht, ob ich das mir zutraue. Der Weg zurück sind immer noch 14,5 Stunden. Schauen wir mal, wie weit ich komme.
Schon lange kein Mais mehr gesehen. Ich mag ja wirklich Mais, aber nach der Tour möchte ich nicht ein bisschen Mais irgendwo im Essen haben. Noch 300 Maisfelder, dann sind wir am 80. Dermaßen arschweh. Ich habe das Gefühl, meine Beckenknochen werden gerade vom Sitz runtergeschleift. Boah. Als wäre ich noch nie Fahrrad gefahren. Noch nie in meinem Leben. Eine Ewigkeit später. Ich habe Schmerzen. Ich könnte ins Lenkrad beißen. Bergrauf ist nicht cool. Brauche gerade ein bisschen Sattelpause. Ich glaube, mein Ziel war etwas zu ambitioniert. Nach der Woche Urlaub und vielen Reisen und nicht radeln, mag mein Arsch es gerade überhaupt nicht, dass ich jetzt so weit, so lang gerannt bin. Ich bin ganz ehrlich. Jeder Höhenmeter tut dreimal so viel weh, wie jeder Meter, den ich gerade ausfahre. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich habe noch 15 Kilometer bis zum Aachensee. Das will ich auf jeden Fall mit Biegen und Brechen schaffen. Und ab dann kenne ich mich dann gut aus, weil ich die Wege zum Aachensee dann schon alle gefahren bin. Und hoffe, dass die Motivation dann steigt und die Schmerzen besser werden. Es ist gerade wenig Spaß. Warum wollte ich nochmal hin? Achso, ich wollte den Tümpel sehen. Gute Entscheidung, Kamaya, gute Entscheidung. Also grundsätzlich, die Tour will ich normal fahren, aber vielleicht mit, nicht in 2 Tagen, sondern vielleicht in 3 Tagen. Und dann mit den Höhenmetern, die ich eigentlich gewollt hätte und nicht nur Asphalt und geradeaus. Ich glaube, das macht mich psychisch ein bisschen fertig, einfach nur diese endlosen Asphaltautobahnen runterzuschrubben. Also das macht keinen Spaß. Und demnach ist die Motivation natürlich auch super im Keller und dann tut natürlich der Arsch doppelt so viel weh. Und dann mag man einfach nichts. Und ja, ich glaube, das ist mein größter Fehler gerade. Nützt nichts, ich muss aus der Situation irgendwie alleine wieder raus. Na, das liest man doch gerne, oder? Als ob der Weg nicht anstrengend genug ist. Ich schwitze mich gerade zu Tode. Wir haben noch nicht mal Mittag. Und die Sonne knallt so sehr, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Puh. Es ist ein Kampf. Es ist ein reiner Kampf. Ein Panoramchen! Wow! Wow und nochmal wow! Da vorne auf der Futzli-Putzli-Kamera könnt ihr das nicht sehen, ist schon der Aachensee! Umwelt? Keine Frage! Der verdunkelt ja die Sonne! Tada! Die Karibik Tirols, glaube ich, heißt er. So, da bin ich am Aachensee und struggle gerade mit mir, ob ich weiterfahre oder ob ich zurückfahre und mich vom Sascha holen lasse. Schwere Entscheidung. Ich bin die Strecke letztes Jahr schon gefahren in 8,5 Stunden. Wir haben jetzt schon gleich 13 Uhr, ich habe da nichts gegessen. Das heißt, ich muss da noch eine halbe Stunde fürs Essen einrechnen, wenn ich schnell sind. Und dann komme ich in die Dunkelheit und da schlägt wieder die Paranoia zu. Danke nochmal an dieser Stelle. Nein, spätestens ab Greinau, wenn nicht sogar schon ab Garmisch,
bin ich in der Dunkelheit und muss die letzten 2 Stunden heim doch sehr weit hier im Dunkeln radeln. Ich weiß nicht, ob ich das will. Schwere Entscheidung, wobei der See ja wirklich schön ist. Den würde ich gerne nochmal umfahren. Was mache ich denn jetzt? Nach einem Telefonat mit meinem Mann haben wir dann doch beide beschlossen, dass es klüger wäre, umzukehren und mich holen zu lassen. Weil, er muss ehrlich eingestehen, in meinem Zustand fahre ich eher 10 km/h durchschnittlich statt 15, 16. Ah, nützt nichts. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück nach Hall in Tirol und werde dann zu dem gewünschten Treffpunkt meinen Mann antreffen. In der Zwischenzeit hat sich Google Maps verabschiedet, weil die beschlossen haben, mal eben ein Update einzuspielen. Das hat dann Ewigkeiten gedauert. Komoot hat beschlossen, nicht mehr zu starten. Meine Kamera hat sich verabschiedet. Meine Earbuds haben eine Stunde lang nicht mehr mit meinem iPhone kommunizieren wollen. Somit fahre ich ohne Musik. Jetzt geht's, wenigstens. Und ja, zu guter Letzt hat sich auch noch mein Fahrradschloss beschlossen, nicht mehr auszufahren. Ich habe so ein eindrehbares. Das heißt, ich muss mir gleich das Essen irgendwo von der Straße holen, sprich irgendeine Pommesbude, weil ich das Ding nicht mehr abschließen kann. Und ja, da stehen dann doch ein paar hundert Euro, die ich nicht so gerne unbeaufsichtigt auf der Straße lassen möchte. Paranoia! Mais? Mag jemand Mais? Die kleinste Steigung und mir haut dermaßen raus. Oh. Aua! Oh mein Gott, bin ich froh und glücklich angekommen zu sein. Der Sascha bringt gerade mein Bike weg und ich mag echt nicht mehr. Ich habe immer noch nichts gegessen. Ich hoffe, wir halten gleich noch irgendwo an, weil bis nach Hause schaffe ich es nicht. Ich verhungere. Wenn es euch gefallen hat, mich beim Leiden zu sehen, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr das nächste Mal auf eine Qualtour mitkommen wollt, hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo. Und wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich wieder in den Bergen. Ciao!